Ja, hallo, guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann immer du auch zuschaust. Ich freue mich wieder sehr, dass du dabei bist. Und ich habe mir mal heute ein Thema vorgenommen, bei dem ich immer wieder erkenne, dass viele dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Figuren, also Mensch, natürliche Person, juristische Person, überhaupt nicht kennen, beziehungsweise nicht wirklich verstehen. Und um zu verstehen, was passiert, was mit dir gemacht wird und wie man es macht, welche Basis das hat und auch welche Folgen, habe ich mir einfach nochmal überlegt, dieses Video heute zu machen, weil das unfassbar wichtig ist. Es ist wichtig für dein tägliches Leben, aber wie du am Ende auch sehen wirst, ist es auch wichtig für unsere Zukunft. Und aus dem Grunde möchte ich jetzt gleich mal einsteigen und dir dieses Thema nochmal versuchen näher zu bringen. Dabei freue ich mich natürlich immer wieder, wenn du mir auch einen Daumen hoch gibst, einen Kommentar hinterlässt. Das Übliche halt eben. Denn das, was ich tue, mache ich hier freiwillig, mache ich ohne Entgelt, ohne damit einen wirtschaftlichen Zweck zu verfolgen, sondern einfach nur, weil es mir wichtig ist, dass so viele wie möglich Menschen das verstehen und ihr Handeln vielleicht mal überdenken. Das ist mir wirklich ein großes Anliegen. In dem Sinne, lass uns doch einfach mal anfangen. Dabei beginnen wir damit, dass es um das Verstehen geht. Es geht darum zu verstehen, was es bedeutet, eine juristische Person anzunehmen und wie das Ganze so abläuft. Bei uns allen, bei uns Menschen, beginnt es immer mit der Geburt und wir werden als Menschen geboren. Und dann kommt der Eintrag in das Geburtenbuch oder Geburtenregister und damit bereits, mit diesem ersten Dokument, wird bereits eine Person geschaffen, nämlich die natürliche Person. Und so wie der Mensch, also der Mensch ist ja ein Geschöpf auf dieser Erde, der sich von anderen Geschöpfen ganz stark unterscheidet, weil nur der Mensch kann kreativ sein, nur der Mensch kann erschaffen. Ja? Der Mensch ist ein Schöpfer, er schafft. Und das ist wirklich der absolute Unterschied zu allen anderen Kreaturen auf dieser Welt. Und mit dem Geburtenbuch bzw. mit dem Geburtsregistereintrag wird hier eine natürliche Person erschaffen. Also die Menschen, wir Menschen erschaffen hiermit eine natürliche Person. Und dann kommt's, dann sagt man uns, okay, den Eltern sagt man im Prinzip, du musst jetzt auch zum Standesamt und dort wird eine sogenannte Geburtsurkunde erstellt für das neue Lebewesen. Und was das bedeutet, sehen wir jetzt. Gehen wir einfach mal in die Begrifflichkeiten rein. Und zwar gibt es so verschiedene Begriffe, die die wenigsten tatsächlich mal nachgeschlagen oder nachgeprüft haben. Das möchte ich für euch machen. Beginnen wir mal mit der Fiktion. Und diese Erklärung findest du in juristischen Wörterbüchern. Fiktion oder auch Erdichtung ist der Rechtssatz, der eine in der Wirklichkeit nicht bestehende Tatsache als bestehend behandelt. Die Fiktion kann im Gegensatz zu einer gesetzlichen Vermutung nicht durch Gegenbeweis entkräftet werden. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Hier wird eine Erdichtung, hier wird also etwas, was in der Wirklichkeit nicht existiert, also keine Tatsache ist, wird erfunden, erdichtet und rechtlich betrachtet kann man dies nicht durch einen Gegenbeweis entkräften. Gut, gehen wir weiter. Schauen wir uns die Fiktionstheorie an. Die Fiktionstheorie ist die Theorie zur juristischen Person, die davon ausgeht, dass für die Zuordnung herrenloser Rechte, in Klammern Pflichten, alles was mit Rechten zu tun hat, steht immer in Verbindung auch mit einer Pflicht. Also die Zuordnung herrenloser Rechte, die juristische Person durch Fiktion geschaffen werden musste. Fiktion hatte ich dir gerade erklärt, also hier wird etwas erdichtet, was tatsächlich nicht vorhanden ist, aber auch nicht durch einen Beweis abgeschafft werden kann.
Ja? So, und die Fiktionstheorie sagt aus, dass zur juristischen Person die Zuordnung herrenloser Rechte gehört, die juristische Person durch Fiktion geschaffen werden musste. Okay, dann ist das nächste, was wir also wissen müssen, was sind denn herrenlose Rechte? In Paragraph 958 BGB ist die im Fehlen von Eigentum bestehende Eigenschaft einer Sache, wer eine herrenlose bewegliche Sache ohne Verletzung eines gesetzlichen Verbots oder eines Aneignungsrechts einer anderen Person in Eigenbesitz nimmt, erwirbt das Eigentum. Herrenlose Rechte ist zu unterscheiden vom Besitzlos, also dem Pfund. So, und das wird wirklich bewusst so kompliziert gestaltet, denn da kommt noch was hinzu, und zwar der Begriff Person, natürliche Person, juristische Person, wir reden hier von Personen. Was ist eine Person? Bei Wikipedia findest du hier in der Etymologie die Ableitung aus dem Etruskischen mit der Bedeutung Maske, maskierte Figur oder Maskierter. Also eine Person ist so etwas wie eine Maske. Und die natürliche Person ist die Maske des Menschen. Und die juristische Person ist die Maske der natürlichen Person. So wie du siehst, hat der Mensch also zwei Masken auf. So. Gehen wir mal weiter in dem Turning Point. Wir haben Fiktion und fiktive Theorie haben wir schon uns angeschaut. Und jetzt schauen wir uns mal in Paragraphen 28 der Verordnung über Personalausweise aus. So, und da steht jetzt unter A, bei natürlichen Personen insbesondere der Familienname und dann halt eben Tag, Ort, Geburt sowie Anschrift der Hauptwohnung. Bei juristischen Personen insbesondere der Name und die Errichtungsurkunde. Also wenn du einen Personalausweis beantragst, dann brauchen natürliche Personen den Familiennamen und den Ort, Geburt sowie die Anschrift. Und juristische Personen den Namen und halt eben entweder einen Handelsregisterauszug oder eine Errichtungsurkunde. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist denn diese Errichtungsurkunde? Und da sind sie echt kreativ. Die Errichtungsurkunde ist die Geburtsurkunde. Und mit dieser Geburtsurkunde wurde die juristische Person erfunden. Und diese juristische Person braucht man, um das herrenlose Recht zuzuordnen. Was ist das herrenlose Recht? Überleg doch mal genau. Sie schaffen also fiktiv eine juristische Person, die man nicht widerlegen kann, um dieser im Rahmen der Fiktionstheorie die herrenlosen Rechte zuzuordnen. Und die harmlosen Rechte ist das Handelsrecht, See- und Handelsrecht. So, also was machen sie? Sie schaffen diese Person fiktiv, die ja in der Tatsache gar nicht existiert. Sie ordnen dieser Person das Handelsrecht zu, gemäß Fiktionstheorie, also dieses bisher harmlose Recht. Und dann gehen sie hin und stülpen diese Maske dem Mensch über, oder besser gesagt der natürlichen Person. Und diese natürliche Person, letztendlich ja steckt hinter der natürlichen Person der Mensch, der übernimmt die Verantwortung über die Maske für die juristische Person. Also hier wird ein Scheingebilde aufgebaut, was sie auch tatsächlich genau so beschreiben, indem sie nämlich sagen, dass das eine fiktive Person ist im Rahmen einer Fiktionstheorie, um harmlose Rechte zuzuordnen. Und genau diese Maske setzen sie der natürlichen Person auf. Warum setzen sie die der natürlichen Person auf? Weil nur die kreativ sein kann. Nur der Mensch kann erschaffen, kann schöpfen, ist produktiv.
Ja, alles andere sind Sachen, die aus sich alleine nichts können, ohne den Menschen, dass der vorher etwas getan hat. So, dann schauen wir mal weiter. Die Folge ist, jeder Mensch, der sich diese Maske überstreifen lässt, der juristischen Person, übernimmt die Verantwortung und trägt freiwillig die Konsequenz. Also niemand hat dich gezwungen, zum Einwohnermeldeamt zu gehen oder zum Standesamt und eine Geburtsurkunde ausstellen zu lassen. Das glaubt man, dass man das tun muss, aber es hat niemand jemanden dazu gezwungen. Das heißt, wir gehen freiwillig dorthin und wir geben freiwillig die Rechte an unserem Kind ab, damit der Staat hier über die Errichtungsurkunde eine juristische Person erstellen kann. Schauen wir uns doch mal die Eigentumsverhältnisse an. Denn wir bewegen ja uns zum Teil jetzt im Sach- und im See- und im Handelsrecht. Der Mensch selber, der ist souverän, der gehört niemandem, der gehört nur sich selber. Deshalb ist er souverän. Er unterliegt dem Naturrecht und er darf anderen keinen Schaden zufügen. Das sind die einzigen Regeln, die der Mensch tatsächlich hat. Die natürliche Person, sie gehört dem Menschen, ja, und dient als Maske dem Menschen im Zusammenleben mit anderen Menschen. Das ist wichtig. Auch die natürliche Person ist ja eine Person, somit eine Maske, und sie dient eben dem Zusammenleben der einzelnen Menschen. Die natürliche Person unterliegt dem Völker- und dem Staatsrecht. Und sie gehört dem Menschen. Ja? Geschaffen wird sie beim Eintrag ins Geburtenbuch oder ins Geburtenregister. So, dann schauen wir uns die juristische Person an. Sie gehört dem Staat. Diese Urkunde, die Errichtungsurkunde, hat der Staat ausgestellt. Damit gehört diese Person dem Staat. Auch wenn du glaubst, es ist deine Person. Da liegst du falsch. Sie gehört dem Staat. Der Staat ist der Treuhänder dieser Person. Ja? Und dient dazu, dem Träger der herrenlosen Rechte und Pflichten aus dem See- und Handelsrecht zu sein. Das heißt, See- und Handelsrecht kann keine natürlichen Personen oder Menschen bedienen, verurteilen oder regeln, sondern dieses See- und Handelsrecht kann sich nur mit Sachen beschäftigen. Deshalb wurde ja auch die juristische Person erschaffen. Erschaffen wird sie mit der Errichtungsurkunde, also der Geburtsurkunde. Sie versuchen damit, die natürliche Person damit alles, damit die natürliche Person für die juristische Person gerade steht. Ja? Denn auf diese haben sie über die juristische Person dann Zugriff. Also das ist ein Trick, damit du als Mensch die Verantwortung für das übernimmst, was sie den juristischen Personen mit ihren Regeln aus dem Handelsrecht, aus dem Seerecht aufgetragen haben. Ja? Nehmen wir mal ein Beispiel. Schau dir mal diesen Gerichtssaal an. Was siehst du dort? Du siehst vor Kopf den Richter. Der Richter vertritt den Staat und somit den Eigentümer der juristischen Person. Was siehst du auf der rechten Seite? Das ist der Staatsanwalt. Dieser berät den Staat, wie man die juristische Person am besten plündern kann. Und auf der linken Seite sitzt die juristische Person. Und dies ist eine Sache, die niemals etwas leisten kann. So, alleine aus der Konstellation heraus, der Eigentümer der Sache ist auch der, der entscheidet, was passiert. Und so ist das bei dir zu Hause auch. Wenn du einen Stuhl hast, dann entscheidest du als Richter über den Stuhl. Du bist der Eigentümer dieser Sache. Und deine Frau oder dein Mann werden dich darin beraten, was man da tun sollte. Hast du das verstanden? Das ist wichtig. Ja? So, und wenn du jetzt den Stuhl verurteilst, bei dir zu Hause, dann wird da nichts passieren. Du kannst den Stuhl ja zu einer Strafe von 1.000 € verurteilen, der wird nichts machen.
Wenn aber jemand sich für den Stuhl verantwortlich fühlt, ein Mensch, eine natürliche Person, dann wird diese Person, die natürliche Person, die Strafe für die juristische Person übernehmen und dafür gerade stehen. Genau das verkaufen sie uns. Ja? Sie lassen uns als natürliche Person die Verantwortung für eine Sache, die juristische Person übernehmen. Und wie du an dieser Aufteilung hier siehst, wirst du niemals Recht bekommen. Die juristische Person wird immer verurteilt werden und du als natürliche Person, die der Meinung ist, sie müsste die Verantwortung für die juristische Person übernehmen, wird dann dafür gerade stehen, indem sie entweder zahlt oder indem sie zum Beispiel in Haft geht. Und was Haft bedeutet, beziehungsweise was da passiert, erkläre ich dir gleich noch. So, dann schauen wir uns doch mal an, warum sie das denn eigentlich gemacht haben. Denn es geht im See- und Handelsrecht nur um Geld und Plünderung. Ja? Und sie benutzen die natürliche Person für die erste Form der Plünderung. Und hier fällt jetzt das erste Stichwort, was du vielleicht schon mal gehört hast, das Kollateralkonto. Aber wie entsteht denn dieses Kollateralkonto? Ja? Und du siehst hier den Hütchenspieler. Und dieser Hütchenspieler versucht dich einfach nur abzuzocken. Und das ist das, was wir langläufig auch bei uns Staat nennen, was ja tatsächlich gar kein Staat ist, sondern eine Verwaltung. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video und das habe ich ja auch bereits gemacht. Aber lass uns mal auf die Basis eingehen. Bis 1933 gab es in den USA den Silberdollar oder den Dollar. Und jeder Dollar, also jede Geldmünze, hatte immer einen äquivalenten Wert in Gold hinterlegt. Ja? Und 1933 war die USA dann so pleite, dass sie mehr Geld brauchte, aber dieses Geld nicht mit Gold hinterlegen konnte. Dann haben die sich was überlegt, das nennt man die House Resolution Joint Act 192. Und das war eine Veränderung. Man hat nämlich damit mit dieser Vereinbarung mit der HJ 192 hat man die Bindung von Gold zu Geld getrennt. Das heißt, sie konnten jetzt Geld herstellen, ohne dass dies mit Gold hinterlegt werden musste. Und damals gab es eine sogenannte Executive Order, die ihr auch heute von Biden und Trump und so weiter kennt. Und damit hat man alle Goldcoins, Gold Bullion und Gold Certificates eingezogen. Das war das Goldverbot. Das heißt, niemand durfte mehr Gold besitzen. Alles musste eingezogen werden. Die Menschen mussten ihr Vermögen abgeben, weil es vom Staat ja jetzt diese HJ 192 gab. Und diese 192 führte dazu, dass ab 1933 dann auch das Papiergeld geschaffen wurde. Und Papier kann man ja drucken, so viel wie man will. Ist einfach und billig in der Herstellung. Man kann das massenhaft drucken und in den Umlauf bringen. Da dieses Papiergeld ja auch nicht mehr mit Gold gedeckt war, haben wir hier ein sogenanntes Schuldgeld. Schuldgeld bedeutet wiederum, das Geld hat keinen Wert, sondern ist ein Zahlungsversprechen für die Zukunft, wenn denn Geld mal wieder wertvoll ist. Und das passiert immer dann, wenn jemand in Insolvenz geht. Ganz wichtig dabei zu wissen ist, und das hat man den Menschen einfach nicht gesagt, dass das hier eine Vertragsänderung ist. Ja, man hatte ja vorher mit dem Menschen einen Vertrag, dass eben jeder Dollar oder jede Münze den dementsprechenden Wert in Gold hinterlegt hat. So, und jetzt ändert man den Vertrag und nimmt diese Goldbindung weg. Dann muss man, damit dieser Vertrag auch gültig bleibt, eine Variante schaffen, dass eben der jetzt irgendwas verloren hat, dafür ausgeglichen wird. Und das hat man gemacht. Man hat einfach gesagt, ab heute sind alle Kosten, die in deinem Leben entstehen, bereits bezahlt. Ja? Also Energie, Wohnen, Kleidung, Nahrung, Versicherung, all das, was an Kosten in einem Leben zwischen Geburt und Tod entsteht, sind damit gezahlt gewesen. Nur man hat dem Menschen das nicht gesagt. Ja? Man hat zwar den Vertrag geändert, aber man hat das nicht gesagt. Und mit dieser House Joint Resolution Act wurden im Übrigen auch in Deutschland die Geburtsurkunden erfunden. Und was machte man? Da der Mensch ja ein
produktives Wesen ist und kreativ schöpferisch tätig, hat er einen Wert. Und diese Geburtsurkunde ist ein Wertpapier. Und somit konnte man das Wertpapier, und das habe ich auch in einem anderen Video schon mal erklärt, an der Börse handeln als Staatsanleihen. Und man nimmt dafür jetzt eine ganze Menge Geld ein, denn der Mensch wird ja in seinem Leben sehr produktiv sein, viele Werte schaffen. Und das ist dokumentiert über die Geburtsurkunde und die wird an der Börse gehandelt. Und dafür bekommt dann derjenige, der das Kollateralkonto führt, eine Menge Geld durch den Verkauf dieser Geburtsurkunde. Aber die Menschen haben die Arschkarte gezogen, denn der Staat hat denen nichts davon gesagt. Der erzählt das einfach nicht. Und durch den Verkauf der Geburtsurkunde sind alle Kosten zwischen Geburt und Tod beglichen, wie ich schon sagte. Nahrung, Kleidung, Energie, Wohnen, Gesundheit, Versicherung, Grundeinkommen und so weiter. Das ist alles schon erledigt, weil man ja die Bindung zum Gold gelöst hat. Ja, aber man sagt das dem Menschen nicht. Das heißt, du glaubst immer noch, dass du arbeiten gehen musst, damit du all diese Leistungen in deinem Leben bekommst, obwohl deine Geburtsurkunde bereits an der Börse verkauft wurde und der Ertrag dazu alle Kosten decken könnte. Aber es ist ja wundervoll, wenn man dieses Kollateralkonto plündern kann und wenn sich einige wenige Menschen daran bereichern können. Das genau war das Ziel hiermit. Ja? So, und dann schauen wir mal die zweite Plünderung an, die zweite Form der Plünderung. Dadurch, dass sie dir das nicht gesagt haben, dass du ja eigentlich überhaupt keine offenen Kosten mehr hast, können sie auch noch hingehen und können von dir auch nochmal Geld verlangen. Das heißt, sie tun so, als wenn du Steuern, Abgaben, Gebühren, Energie und Versicherung noch bezahlen müsstest und stellen dir diese in Rechnung. Ja? Und du als natürliche Person stehst nochmal dafür gerade und verwendest deine Energie, um über deinen Beruf Geld zu verdienen, damit du all diese Kosten auch begleichen kannst, obwohl sie bereits beglichen sind. Das heißt, man plündert dich nochmal ein zweites Mal. Ja? Und damit du nicht glaubst, dass das schon alles ist, gehen wir in den nächsten Bereich rein. Und das ist der Bereich, wo du dich mal fragen solltest, warum wir denn hier so viele Asylanten aufnehmen. Ja? Und hier müssen wir die Bundesrepublik Deutschland oder mittlerweile Deutschland bzw. Germany, der Bund, mit Europa vergleichen. Ja? So. Damit du das verstehen kannst, solltest du wissen, dass jedes Land dieser Welt an der Börse gehandelt wird. Ja? Und damit du an der Börse handeln kannst, musst du als Land die Bilanzvorschriften der Börse einhalten. Du hast bestimmt schon hier oder da mal gehört, dass alle Behörden, alle Organisationen wie Amtsgerichte, Polizei und so weiter, alles Unternehmen sind, die als Firma gemeldet sind. Ja, die müssen nämlich bilanzieren. Und so ist das in allen Ländern. Ja? Das heißt, die müssen alle beim Lizenzgeber in den USA, in Delaware, lizenziert werden und die müssen halt eben die Bilanzregeln einhalten. Und was dabei wichtig ist, ist, dass dieses Kollateralkonto, was ich dir gerade erklärt habe, also das wird befüllt ja durch den Verkauf deiner Geburtsurkunde. Und jetzt unterscheiden sich aber die Werte der einzelnen Menschen. Wie gesagt, nicht meine Erfindung, sondern ich bringe dir das nur über das Video nahe. Was bedeutet denn Wert des einzelnen Menschen? Eigentlich, oder wir gehen davon aus, dass jeder Mensch gleich wertvoll ist. Nein, in einer Bilanz sieht das anders aus. Denn da richtet sich der Wert des einzelnen Menschen zum einen nach der Produktivität des Landes, in dem dieser Mensch geboren ist, also wo er die Geburtsurkunde her hat, und nach den Bodenschätzen, die dieses Land besitzt. So, und da ist die Produktivität aber immer noch am wichtigsten. Warum ist das so? Ein Land mit vielen Bodenschätzen und einer inkompetenten Bevölkerung kann mit den Bodenschätzen nichts anfangen. Deshalb sind die Bodenschätze eher zweitrangig, spielen aber auch eine Rolle. Ein Land mit einer gut ausgebildeten und zuverlässigen Bevölkerung ist sehr produktiv. Und nicht ohne Grund waren die Deutschen schon immer Exportweltmeister. Das heißt, die Deutschen haben durch ihre Produktivität
mehr Waren ins Ausland verkauft, als dass sie an Waren eingekauft haben. Das zeigt, wie produktiv der Deutsche ist. Ja? Und deshalb hatte der Deutsche und hat der Deutsche immer noch einen großen Wert an der Börse. Die deutsche Geburtsurkunde ist sehr gefragt, so wie die deutschen Staatsanleihen sehr gefragt sind. Der Syrer oder die Frau aus dem Kongo oder ein Afrikaner, die haben nicht so eine hohe Produktivität und sind daher eher weniger wertvoll. Wenn ich jetzt ketzerisch wäre, würde ich sagen, wertlos. Ja? So, und jetzt stellst du dir sicher die Frage, ja, wieso, was wollen wir denn mit denen anfangen? Und dazu solltest du wissen, dass Deutschland eine Ausnahme ist. Denn Deutschland ist das einzige Land, welches nicht an der Börse gehandelt wird. Und warum? Ganz einfach, weil wir noch besetzt sind. Ja? Wir unterliegen dem Recht der Alliierten. Wir sind ein besetztes Land und deshalb kann Deutschland und wird Deutschland nicht an der Börse gehandelt. Und wenn Deutschland nicht an der Börse gehandelt wird, dann können wir jeden, den wir hier aufnehmen und der den deutschen Pass bekommt, also Personalausweis bekommt, der wird so behandelt, als wenn er ein Deutscher wäre. Und dessen Kollateralkonto hat den gleichen Wert eines Deutschen, weil niemand den Unterschied feststellen kann. Ja? Also Deutschland kann nicht an der Börse gehandelt werden, aber die Menschen aus Deutschland, die werden natürlich an der Börse gehandelt. Und so wird ein Syrer genauso bewertet wie ein Deutscher. Und deshalb macht es Sinn, dass wir uns die ganzen Verbrecher aus dem Mittleren Osten, aus Afrika, wo immer auch herholen, weil wir die hier in unser Land aufnehmen können und ihnen ein Kollateralkonto verschaffen können, was den gleichen Wert hat wie das Kollateralkonto eines Deutschen. Ja? Und dann können wir diese an die europäischen Länder weiterverkaufen. Also wenn so ein Kollateralkonto, ich nenne jetzt mal einfach eine Zahl, 800 Millionen Dollar eines Deutschen wert ist, dann ist das vielleicht 150.000 Dollar wert eines Syrers. Kommt der Syrer aber zu uns, nehmen wir den bei uns auf, er bekommt bei uns dieses Kollateralkonto durch den Verkauf seiner Person an der Börse und schon ist er 850 Millionen Dollar wert. Und dann können wir diesen Syrer verkaufen an jedes europäische Land, denn dann verkaufen wir ihn nicht mehr als Syrer, sondern er wird als Deutscher verkauft mit dem deutschen Kollateralkonto. Und wenn wir den dann, was weiß ich, für 300 Millionen verkaufen, dann haben wir einen satten Gewinn dran gemacht und das andere Land kann den dann als Deutschen mit der hohen Produktivität weiterführen, obwohl es Betrug ist und obwohl es einen wesentlich geringeren Wert diese Person gehabt hätte. So, jetzt ist ja auch klar, warum wir so viele hier ins Land holen und warum wir so viele auch dann wiederum weiterreichen an andere europäische Länder. Aber jetzt kommt noch die Zugabe und die solltest du auch unbedingt verstehen. Denn die Zugabe ist die, dass wir die Syrer nicht nur hierhin holen, damit sie unsere Kollateralkonten, also damit man mit ihnen Geld verdienen kann. Nein, das sind die Polizisten von morgen. Das heißt, das ist auch der Grund, warum wir uns die ganzen IS-Kämpfer und so weiter hier hingeholt haben. Denn die werden unsere Polizei ersetzen. Ja? Wir wissen alle, was es bedeutet, wenn wir über den Great Reset reden, wenn wir über die neue Weltordnung reden, wenn wir hören, dass ein Klaus Schwab zum Beispiel sagt, ihr werdet alles abgeben und werdet glücklich dabei sein. Dieses Volk, was das macht, die müssen gesteuert werden. Und denen, die das steuern, denen ist mit Sicherheit klar, dass sie uns Deutsche nicht basierend auf dem, was da kommen wird, mit den deutschen Polizisten steuern kann. Irgendwann kommt der Punkt, wahrscheinlich viel zu spät, aber der Punkt wird kommen, wo auch Polizeibeamte erkennen, dass sie missbraucht werden, um uns zu führen, zu steuern und niederzuhalten. Und wahrscheinlich schon vorher werden diese Polizisten oder alle Polizisten ausgetauscht mit den Kräften, die wir uns ins Land geholt haben, die
kulturell eine ganz andere Geschichte haben, die aus einer ganz anderen Religion kommen, die zum Teil fanatisch sind. Und denen ist das scheißegal, ob sie dir auf die Fresse hauen, ob sie unsere Frauen vergewaltigen, ob sie unsere Kinder prügeln oder töten. Das interessiert die nicht. Die hassen uns. Ja? Und das erlebt man immer wieder an den Straftaten, die dort geschehen. Und man erlebt auch immer wieder, wie die anders behandelt werden als wir. Denn die Strafen, die dafür ausgesprochen werden, für eine Vergewaltigung, für eine Tötung, eine Bewährungsstrafe, daran könnt ihr erkennen, dass das genauso ist, wie ich es gerade beschreibe. Das werden die Polizisten von morgen sein und die haben keine Skrupel, mit uns so umzugehen, wie die Führung, wie unser Staat das will. Ja, so schaut's aus. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, was es bedeutet, die natürliche Person, der Mensch und die juristische Person. Du wirst sicherlich verstanden haben, dass die Fiktion eine Erdichtung ist, also eine nicht vorhandene Tatsache, die man aber auch nicht widerlegen kann. Du hast verstanden, dass die Fiktionstheorie verwendet wird, damit man herrenlose Rechte zuordnen kann an die fiktive Person. Du weißt, dass der Begriff Person Maske bedeutet und dass man diese Maske der natürlichen Person überstülpt, damit du als natürliche Person, als Mensch die Verantwortung für die juristische Person übernimmst. Du weißt auch, dass du nicht der Besitzer der juristischen Person bist, sondern du bist letztendlich der Geschäftsführer dieser Person. Das heißt, der Staat hat dir die Geschäftsführung übertragen, ohne mit dir einen Arbeitsvertrag zu machen. Ja? Auch das ist eine Täuschung im Rechtsverkehr, aber sei mal dahingestellt. Also, du hast die Leitung der juristischen Person übernommen und fühlst dich damit auch verantwortlich für alles das, was der Staat dieser juristischen Person vorwirft und du trittst dafür ein. Du zahlst die Steuern für sie, du trittst die Bußen und Haftstrafen an, du zahlst die Haftstrafen, die Abgaben und Gebühren und so weiter und so fort. Ja, das ist das Thema juristische Person. Das heißt, du wirst lernen müssen, nicht mehr als juristische Person aufzutreten. Du wirst verstehen müssen, dass du das zurückweist, dass du das nicht akzeptierst, dass du dir diese Maske nicht überstülpen lässt und wie du dich damit verhalten musst, damit das eben nicht passiert. Das ist eine Aufgabe, die dir jetzt bevorsteht, denn jetzt hast du das Wissen dazu. Ja? Und dir sollte klar sein, dass du so wie viele andere bereits auch in den Widerstand gehen musst, um hier dafür Sorge zu tragen, dass das Szenario, was ich zum Schluss aufgezeichnet habe, nicht passiert. Wir können vielleicht noch etwas dagegen tun. Und wir sollten erst aufhören, damit etwas dagegen zu tun, wenn es verloren ist. Solange noch die Chance besteht und solange die Möglichkeit da ist, sollten wir den Mut haben, uns aufzulehnen, den Widerstand zu leben und uns nicht wie Tiere behandeln zu lassen. Wir sind freie Menschen, wir sind Menschen mit Rechten und wir sollten uns so weiterbilden, dass wir alle souverän sein können. In dem Sinne hoffe ich, dass dieses Video, was ich glaube, eins meiner wichtigsten Videos bisher ist, dass das dich erreicht und dass das dieses Video dich zum Nachdenken bringt. In dem Sinne.